Landromantik pur. Ein junger Mann, dem tausende Menschen in den sozialen Netzwerken folgen, spricht im Interview ganz offen über seine Pläne. Ich werde meine Hanna heiraten vermutlich und aus dem Hof da rausnehmen. Da schau her. Jonathan ist offenbar immer für eine Überraschung gut. Dabei weiß der 25-Jährige ganz genau, was er will. Seine Hanna und Landwirt werden. Die Begeisterung in seinen Videos für das Leben als Bauer teilt Jonathan Ullmann mittlerweile mit 20.000 Abonnenten auf Instagram und 25.000 auf YouTube. Aaron ist jetzt der Fahrer. Komm Aaron, fahr ein bisschen schneller. In seinen Videos will Jonathan die schönen Seiten der Landwirtschaft zeigen. Dazu scheut er auch einen gewissen Aufwand nicht. Für Bilder aus der Luft setzt er eine Drohne ein. Über die Filme auf seinem Instagram-Kanal ist Hanna auf ihn aufmerksam geworden. Und beim anschließenden Kennenlernen hat eine SWR-Produktion eine tragende Rolle gespielt. Wir haben über Instagram miteinander geschrieben und ich habe ihn dann gefragt, ob er die Kirche bleibt im Dorf kennt. Und dann war das... Ja. Da ist er voll explodiert. Da haben wir dann die halbe Nacht durchgeschrieben, weil wir dann festgestellt haben, dass wir beide die Serie halt mega feiern. Ja. Und dass ich da schon mal war, weil ich das angucken wollte. Und Hanna war da schon und wollte es angucken. Und das war dann auch unser erster gemeinsamer Ausflug. Ja, da haben wir dann gesagt, da fahren wir hin. Und ab dann, ab da ging es eigentlich dann los. Und zwar richtig. Nicht mal ein Jahr später hat Jonathan seinen sicheren Job bei der Stadt Münsingen aufgegeben, siedelt um von Kirchheim-Teck nach Almendingen-Frauenstetten in den Alb-Donau-Kreis auf den Hof von Hannas Familie und Hannas Papa stellt ihn ein, als Lehrling im zweiten Lehrjahr. Wenn du von der Schule heimkommst, der Jonathan ist gekommen und der war gleich so von Anfang an mit Herzblut in der Landwirtschaft dabei, voller Euphorie, der war so fasziniert, was wir jeden Tag hier machen, wie viel Arbeit und Leidenschaft hinter der Landwirtschaft steckt und wie wir arbeiten mit der Umwelt, mit der Natur, wie die Pflanzen draußen wachsen und auch der Umgang mit unseren Schweinen, das gefällt ihm einfach. Er ist ein Naturmensch, sage ich einfach, ja. Du sitzt da, es gibt wahrscheinlich mal viel Richtiger, aber alle anderen sind gut. Anfangs wollte Jonathan durch seine Videos im Netz nur seine Freude an der Arbeit als Bauer teilen. Dann kletterten die Zahlen der Abonnenten stetig in die Höhe und mittlerweile hat er Hoffnung, durch seine authentischen Bilder aus seinem Arbeitsalltag etwas bewirken zu können. Ich denke, ein riesengroßes Problem in der Bevölkerung ist, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wo ihr Essen herkommt und wie Landwirtschaft funktioniert. Und durch Sendungen wie Bauer sucht Frau findet auch keine Aufklärung statt, sondern man setzt eigentlich die Bauern ins Licht von einem Vollidioten. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufklären und einfach zeigen, was alles damit zusammenhängt und wie abwechslungsreich eigentlich so ein Landwirt aufgestellt sein muss oder was der alles können muss. Seine Videos haben noch einen anderen Effekt für ihn. Jonathan hat keinen eigenen Hof zu Hause. Den Hof von Hanna werden voraussichtlich ihre Brüder übernehmen. Also muss Jonathan über den Tellerrand hinausschauen. Als Merchandising-Produkt aus seinen Videos hat er eine eigene Bekleidungskollektion entwickelt. Das Logo Jonathan Agrar, benannt nach seinem Instagram-Account, war der Anfang. Mittlerweile gibt es auch die Designs Landwirt und Dorfkind. Ich selber habe nur keinen Cent vom Shop verschwendet oder ausgegeben, weil ich alles immer reinvestiere. Also ich will in neue Projekte investieren, ich bestelle wieder Klamotten und ist vielleicht betriebswirtschaftlich so gut, aber ich will irgendwann mal einen Bulldog davon kaufen und dann einfach meinen eigenen Bulldog mit meinem Shop und das ist mein Ziel, aber das ist schon ein langer Weg, da muss ich noch ein paar T-Shirt und Pulli einpacken, aber das ist so mal das Ziel. Selbst sein Modelabel dient also, wie alles in seinem Leben, dem ganz großen Wunsch, Landwirt zu werden. Jonathan ist sehr fokussiert. Ganz klar liegt seine Zukunft vor ihm. Einen eigenen Hof wird er sich wohl nicht leisten können. Verwalter werden ist sein Ziel. Dafür arbeitet er hart, 7 Tage die Woche, auf dem Hof und in der Schule. Papa Steinle glaubt an ihn. Das hält bei ihm an, weil das muss ihm, sage ich, in die Wiege gelegt worden sein. So etwas. Das kann man nicht einfach mal geschwind so eine Weile Bauer sein. Das ist einfach Leidenschaft. Und diese Leidenschaft will er mit Hanna teilen. Vorausgesetzt, sie sagt ja.